Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren auf der Tribüne und am Stream. Die Landesregierung hat mit einem 150-seitigen Kompendium plus Anhang auf die Fragen der FDP-Fraktion geantwortet. Zudem legen verschiedene Studien von privatwirtschaftlichen Organisationen vor, die sich mit den wirtschaftspolitischen Herausforderungen beschäftigen. Es gibt also keinen Mangel an totem Holz. Die Frage ist nur, welche Schlussfolgerungen sind daraus zu ziehen? Was uns nicht weiterbringt, sind Werbeslogans aus den Ministerien. NRW sei Industrieland Nummer eins. NRW sei exportstärkstes Bundesland. NRW sei Bundesland mit den meisten ausländischen Investitionen. Stimmen denn die Aussagen, wenn man sie ungeschönt pro Kopf betrachtet? Die Antwort ist nein. Weder sind wir pro Einwohner exportstärkstes Bundesland, noch sind wir pro Einwohner besonders industriell geprägt. Der Anteil des produzierenden Sektors liegt mit 27%, 2 Prozentpunkte unter dem gesamtdeutschen Wert, heißt es in der Prognosstudie. Das zeigt einmal mehr, dass Wachstumsbranchen wie eben Kultur- und Kreativwirtschaft oder die Informations- und Kommunikationsbranche an Stellenwert gewinnen und dass es weder die Realität darstellt, noch in unserem Interesse sein kann, das alte Image vom Industrieland NRW weiter zu bemühen. Und Baden-Württemberg liegt im Ranking vor Nordrhein-Westfalen, was die Anzahl ausländischer Investitionsprojekte angeht. Tut mir sehr leid. Für uns ist klar, der Wohlstand hängt von der Bewältigung langfristiger Herausforderungen ab und nicht, wie jetzt die FDP suggeriert, indem man weniger Fahrradwege baut oder wir den Klimaschutz ad acta legen. Die Statistiken zeigen, dass Wohlstand und die Höhe der Arbeitslosigkeit in unserem Land sehr ungleich verteilt sind. Während in Coesfeld die offizielle Arbeitslosenquote bei gerade mal 4,1% liegt, leiden Dortmund, Gelsenkirchen und Duisburg unter einer Arbeitslosenquote von 13%. Die unterdurchschnittlichen Wachstumsraten in NRW hängen also noch immer mit dem laufenden Strukturwandel im Ruhrgebiet zusammen. Viele Milliarden an Fördermitteln fließen seit Jahrzehnten in diese Region. Da müssen wir uns fragen, hätten wir mit einer vorteilhafteren Verwendung der Gelder den Strukturwandel besser bewältigen können? Gab oder gibt es Alternativen? Der zukünftige Wohlstand wird von unserem Umgang mit den großen gesellschaftlichen Herausforderungen abhängen. Über die digitale Revolution haben wir heute schon gesprochen. Lassen Sie uns das erste Bundesland sein mit einem gut ausgebauten Glasfasernetz, und zwar auch auf der letzten Meile. Verteidigen Sie die Netzneutralität zum Wohl der kleinen Firmen und unterstützen Sie Existenzgründer. Bildung und Weiterbildung muss die Menschen befähigen, der digitalen Revolution zu folgen. Denn wir wollen sie ja aktiv gestalten und nicht nur passiv konsumieren. Der demografische Wandel ist ein weiterer Faktor. Die Folgen einer sinkenden und immer älter werdenden Gesellschaft sind für unsere Wirtschaft noch gar nicht abzusehen. Umso wichtiger ist es, dass wir Migration als positiven Faktor sehen. Aber auch die Frage einer sicheren und zugleich nachhaltigen Energiepolitik wird uns weiter beschäftigen. Alle RWE-Kraftwerke im rheinischen Braunkohlerevier sind unter den Top 20 Industrieanlagen in Europa, die den größten Schaden an Gesundheit und Umwelt anrichten. Hinzu kommen mehr als 30.000 Heimatvertriebene sowie Ewigkeitsschäden durch Grundwasserabsenkungen und Schadstoffe im Abraum. Die Braunkohlekraftwerke befinden sich aufgrund der mangelnden Flexibilität im direkten Gegensatz zur Energiewende. Aus den genannten Gründen ist ein Ausstieg aus der Braunkohle in NRW unvermeidbar. Daher fordern wir Piraten ein Braunkohleausstiegsgesetz. Es gibt mehr Ausreden als Reden. Allerdings sind die Ausreden meist imposanter als die Reden, sagt man. Liebe Landesregierung, hören Sie mit den Ausreden auf und stellen Sie sich den Aufgaben. Konkrete Vorschläge gibt es von uns, weiß Gott, genug. Und einige Worte noch zum FDP-Entschließungsantrag. Manche Punkte im Beschlussteil sind zustimmungsfähig, andere Punkte nicht. Und das Weltuntergangsprosa im Begründungsteil ist unerquicklich. Wir müssen diesen Antrag daher ablehnen. Herzlichen Dank.